1800 Motorradfans waren heute Mittag nicht zu überhören und kaum zu übersehen. Mit ihren heißen Öfen sind sie um die Ringstraße gebraust. Die Harley-Fahrerinnen und Fahrer sind aus ganz Österreich, Deutschland, Italien, Tschechien und Polen angereist. Die Parade um den Ring ist der Höhepunkt der Vienna Harley Days, die heuer die Biker erstmals auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke zusammengeführt hat. Viel Chrom glänzt heute in der Sonne. Kein Bike gleicht dem anderen. So mancher poliert noch nach. Auffallend sind nicht nur die Maschinen. Naja, ist ein normaler Helm und Kuhhärndl drauf. Ne? Ein bisschen maskieren muss man sich, dass wir ein bisschen auffallen. Alle vorher wollen es mir nicht auffallen, aber ein bisschen bei der Parade muss man das ein bisschen. Ne? Auf der Reichsbrücke wird Aufstellung genommen und von dort geht es über den Praterstern zur Ringparade. Vorbei an Schaulustigen und Sehenswürdigkeiten. Schön, Treffen ist gut. Vielleicht mit dem Schlafen ist es ein bisschen schwieriger, aber kann man überall schlafen. Harley Davidson ist einfach der Kult schlechthin. Und was wären die Harley Days ohne Angel, beziehungsweise wenn wir uns nicht für die muskelkranken Kinder auch in dieser Perspektion einsetzen würden? Angel fährt seit 4 Jahren Motorrad und ist jedes Jahr bei der Ringparade dabei. Genau wie der Papa. Harley fahren ist eben etwas Besonderes. Ja, das ist ganz einfach zu sagen, man hat eine Harley und da ist man mit inbegriffen in den ganzen Ablauf. Und eine Harley ist was Schönes und wenn man sie nützen kann, für jeden Mann ist es der Traum, eine Harley zu fahren. Das Gefühl, der Sound, das gehört alles zur Harley dazu.